السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تلك Deutsch B1 B2 Beruf Übungstest 1 Hören Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Sie hören jede Ansage einmal. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Guten Tag, Herr Waldinger. Hier spricht Frau Schikowski aus der Kindertagesstätte Kleine Löwen in Neuhausen. Wir haben Ihre Bewerbung als Erzieher erhalten. Heute haben wir 2 weitere Stellen ausgeschrieben. Eine genaue Beschreibung des Aufgabengebiets finden Sie in der Stellenanzeige im Bewerbungsportal. Mit Ihrer Ausbildung und Ihren Erfahrungen passen Sie aus unserer Sicht auch auf diese 2 Stellen. Wenn Ihnen diese Ausschreibungen zusagen, brauchen Sie keine weiteren Bewerbungen einzureichen. Ihre aktuelle Bewerbung ist ausreichend. Teilen Sie mir bitte kurz telefonisch mit, ob Sie Interesse haben. Ich bin heute bis 18 Uhr erreichbar. Nummer 1. Hallo Nala, hier ist Betty Hettinger. Morgen hat unsere neue Kollegin Steffi Belinski ihren ersten Tag bei uns in der Agentur. Frau Belinski kommt morgen früh um 11 Uhr zu mir ins Büro. Ich hole sie persönlich am Empfang ab. Es wäre schön, wenn das ganze Team zur Begrüßung in der Kaffeeküche zusammenkommen könnte. Ich denke, dass mein Gespräch mit Frau Belinski ca. 20 Minuten dauern wird. Kannst du den anderen Bescheid geben? Treffen also um 11.15 Uhr. Danke dir. Und bis später. Nummer 2. Guten Tag, Herr Nowak. Hier ist der Malerbetrieb Farbglanz, Magda Ewald am Apparat. Sie hatten uns gestern auf den Anrufbeantworter gesprochen. Wenn ich es richtig verstehe, wollen Sie Badezimmer und Küche streichen lassen. Im Badezimmer möchten Sie eine Spezialfarbe für feuchte Wohnräume. Diese Farbe haben wir auf Lager und können Sie gerne beraten. Zur zeitlichen Planung. Im Oktober sind wir leider komplett ausgebucht. Anfang November können wir neue Aufträge annehmen. Rufen Sie mich unter dieser Nummer zurück, dann können wir Details besprechen. Auf Wiederhören! Nummer 3. Hallo Franziska, hier ist Lutz. Entschuldige, dass ich dich so spät anrufe. Mein Sohn ist krank. Ich muss morgen deshalb zu Hause bleiben und mich um ihn kümmern. Wäre es möglich, dass du morgen ausnahmsweise schon um 6 Uhr statt um 7 Uhr zum Kiosk kommst? Ich weiß, das ist früh, aber jemand muss die Getränkelieferung entgegennehmen. Am Sonntag kannst du dir dann dafür frei nehmen. Dann ist meine Frau von ihrer Reise zurück und kann einspringen. Rufst du mich kurz zurück, wenn du die Nachricht abgehört hast? Nummer 4. Guten Morgen, Frau Nasser. Hier ist Lina Wecker. Sie wissen ja schon, dass das Teamgespräch heute auf 15 Uhr verschoben wurde.
Ich soll Ihnen von unserer Abteilungsleiterin noch Folgendes mitteilen. Das Protokoll brauchen Sie heute nicht zu schreiben. Das übernimmt Herr Wrobel. Stattdessen sollen Sie vor unserem Teamgespräch bitte unbedingt bei unserer Werbeagentur anrufen, um sich nach dem aktuellen Stand der neuen Broschüren zu erkundigen. Alle Kontaktdaten finden Sie organisiert auf dem zentralen Laufwerk unter externe Dienstleister. Die Ergebnisse können Sie uns dann im Teamgespräch präsentieren. Danke und bis später! Ende von Teil 1. Hören Teil 2. Sie hören 5 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Lösung A, B oder C am besten passt. Sie hören jedes Gespräch einmal. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 14 auf dem Antwortbogen. Nummer 5 und 6. Franka Kütter von der EDV Hotline. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Franka, ich schon wieder, Lars vom Export. Ich habe mal wieder Probleme mit meinem Laptop. Immer wenn ich in meinem E-Mail-Programm bin und dann Anhänge öffne, geht nichts mehr. Der ganze Bildschirm ist eingefroren. Gibst du mir bitte deine interne Benutzererkennung durch? Dann schaue ich mir das direkt an. LK00702. Moment. Ah ja, ich glaube, wir müssen dein Betriebssystem deinstallieren und die neue Version installieren. Danach werden die Programme besser laufen. Wie lange dauert das denn? Ich brauche meine Bildbearbeitungsprogramme dringend für einen Auftrag. Komm doch bitte bei mir in der Abteilung vorbei. Dann kannst du dir für heute einen Laptop ausleihen. Auf dem kannst du dich mit deiner Benutzererkennung einloggen und all deine Programme nutzen. Und ich schicke einen Kollegen an deinen Arbeitsplatz, der deinen Rechner wieder funktionstüchtig macht. Oh, super. Danke, Franka. Ich komme in 10 Minuten zu dir. Nummer 7 und 8. Salon Blum. Oleg am Apparat. Hallo Oleg, hier ist Heidi. Ich rufe wegen meines Termins zum Schneiden und Färben heute um 16 Uhr an. Leider ist mir eine Besprechung auf der Arbeit dazwischen gekommen. Hättest du vielleicht 2 Stunden später noch Zeit für mich? Moment, ich schaue im Kalender nach. Leider habe ich um 18 Uhr eine andere Kundin. Ich hätte erst genau in einer Woche am Dienstag wieder etwas frei. In einer Woche ist mir zu spät. Ich fliege nämlich nächsten Dienstag in den Urlaub und meine Haare brauchen dringend einen neuen Schnitt. Früher geht es nicht. Für Schneiden und Färben haben wir leider keine Termine mehr. Ich könnte dir aber einen Termin nur zum Schneiden morgen um 17 Uhr anbieten. Das dauert nicht so lang. Passt dir diese Uhrzeit? Mittwochnachmittag? Ja, das geht. Ich danke dir, Oleg. Super, ich habe den neuen Termin notiert. Bis Mittwoch. Bis dann. Nummer 9 und 10. Hallo, Frau Gregor. Sie wollten mich sprechen? Hallo, Herr Peterwert. Setzen Sie sich doch bitte. Also,
Kommende Woche findet eine außerplanmäßige Abteilungsbesprechung zu den neuesten Entwicklungen der Firma statt. Auch unser Team sollte in der Besprechung dabei sein. Ab Montag befinde ich mich allerdings auf Dienstreise und komme erst Freitag zurück. Kann Sie vielleicht jemand vertreten? Genau darum wollte ich Sie bitten. Würden Sie unsere Zielsetzungen der Logistik für dieses Jahr auf dieser Extrabesprechung präsentieren? Gerne können Sie sich Verstärkung holen. Aber gerne. Mit der aktuellen Planung bin ich natürlich vertraut. Ich würde Alina Lischka fragen, ob sie mich unterstützt. Sie steht im direkten Kontakt zu all unseren langjährigen Großkunden und kennt sich mit den Details aus. Wunderbar. Danken Sie bitte auch, Frau Lischka. Nummer 11 und 12. Felix, ich habe schlechte Nachrichten. Hast du kurz Zeit? Das hört sich aber nicht gut an. Was ist passiert? Zwei potenzielle Großkunden haben unsere Angebote doch nicht angenommen. Was? Das ist aber kein guter Start ins neue Jahr. Das trifft uns leider hart. Es ging um Aufträge zur Inneneinrichtung von zwei Großraumbüros. Holzverarbeitung, Bödenlegen, Lichtinstallation. Das ist nun ein großer Rückschlag für die Entwicklung des Betriebs. Was bedeutet das nun für die Firma? Personell müssen wir Einschränkungen machen. Die zwei zusätzlichen Ausbildungsplätze ab August können wir zurzeit nicht ausschreiben. Erst recht nicht besetzen. Dafür fehlt uns das Budget. Das ist schade. Wir bräuchten dringend Unterstützung und junge Leute im Betrieb. Da hast du recht. Aber das Jahr hat auch erst begonnen. Wir werden sehen, was für Aufträge wir im zweiten Quartal erhalten werden. Nummer 13 und 14. Kinderarztpraxis Frau Dr. Zita Kellermann. Sie sprechen mit Attila Schark. Hallo, mein Name ist Camilla Berger. Ich fange nächste Woche Montag als Auszubildende bei Ihnen an. Ihre Kollegin hatte mich schon über die Kleidervorschrift und die Arbeitszeiten informiert. Sie hat mich darum gebeten, meinen Impfausweis vorzulegen. Das ist richtig. Wir müssen prüfen, ob Sie alle notwendigen Impfungen haben, bevor Sie mit unseren Patienten in Kontakt kommen. Das verstehe ich. Leider kann ich vorher nicht persönlich vorbeikommen, da ich nicht in der Stadt bin. Ist es möglich, dass ich Ihnen einen Scan meines Ausweises per E-Mail zusende? Das können Sie gerne tun. Bitte legen Sie Ihren Impfausweis aber unbedingt am Montag im Original vor. Selbstverständlich. Am Montag bin ich dann um 9 Uhr bei Ihnen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Bis Montag. Ende von Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören gleich eine Radiosendung. Dazu gibt es 6 Aufgaben. Welche Lösung, A, B oder C, passt jeweils am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 15 bis 20 auf dem Antwortbogen. Sie haben nun eine Minute Zeit, um die Aufgaben zu lesen. Dann hören Sie das Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Lesen Sie nun die Aufgaben.
Herzlich willkommen zu unserer Radiosendung Gut zu wissen. Ich begrüße unseren heutigen Gast, Frau Melis Özdemir, Filialleiterin eines großen Bekleidungsunternehmens in der Kölner Innenstadt. Heute sprechen wir über Bewerbungsunterlagen und worauf es im Auswahlgespräch in der Branche ankommt. Frau Özdemir, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen Sie? Momentan sind es 26. Von Kassierern und Modeberatern zu Lagerarbeitern und Personal in der Logistik bis hin zu Einkäufern und unserem Kundenservice. Nicht zu vergessen unsere Auszubildenden. Als Azubi im Lager habe ich übrigens auch angefangen. Bewerbungen haben Sie in Ihrer leitenden Position bestimmt viele auf dem Schreibtisch. Frau Özdemir, was ist denn der häufigste Fehler, den Sie in den Unterlagen sehen? Das ist ganz unterschiedlich. Tippfehler und falsche Schreibweisen von gängigen Wörtern sehe ich zum Beispiel oft. Das ist sehr ärgerlich, denn solche Fehler fallen direkt auf und sorgen für einen schlechten ersten Eindruck. Allerdings kann ich diese Fehler verzeihen. Viel schlimmer finde ich, wenn schon im Anschreiben deutlich wird, dass der Bewerber sich keine Mühe gegeben hat. Das ist ganz klar ein Ausschlusskriterium. Was genau meinen Sie damit? Unspezifische Standardformulierungen. Ich möchte doch wissen, warum sich die Person gerade in unserem Unternehmen bewirbt. Die Bewerber wissen zwar, wie eine Bewerbung formell richtig aussehen muss, erkundigen sich aber nicht genug über unser Unternehmen. Allgemein formulierte Sätze werden aus dem Internet kopiert und in das Anschreiben eingefügt. Das zeigt mir dann ganz klar, dass die Motivation speziell für unser Unternehmen fehlt. Sie wünschen sich also mehr Individualität im Bewerbungsschreiben. Ganz genau. Bekleidungsgeschäfte gibt es doch viele. Die Konkurrenz auf dem Markt ist groß. Was macht aber unser Unternehmen oder unsere Filiale besonders? Eine aussagekräftige Bewerbung sollte mir Antwort auf diese Fragen geben. Wie genau kann man Bewerbungen denn individueller gestalten? Indem man sich zunächst über die Philosophie des Unternehmens informiert. Dann sollte man solche Punkte herausfiltern, die einem selbst wichtig sind. Eine Auflistung aller Merkmale, die das Unternehmen besonders machen, möchte ich schließlich auch nicht lesen. Man sollte begründen können, warum gerade diese ausgewählten Informationen von persönlicher Wichtigkeit für die eigene berufliche Karriere sind. Welche Rolle spielen die Bewerbungsunterlagen noch, wenn die Kandidaten es bis in das Vorstellungsgespräch geschafft haben? Sie spielen eher eine nebensächliche Rolle. Ich möchte mir einen Eindruck von der Persönlichkeit der Bewerber machen. Besonders gut gelingt das, wenn Bewerber den Bezug zum Unternehmen herstellen können. Das heißt, sie können begründen, warum sie mit ihrer Ausbildung und ihren Erfahrungen zu uns passen. Typische Fragen zu Stärken und Schwächen stelle ich selten. Haben Sie abschließend noch einen Tipp für zukünftige Bewerber? Bei einem Bewerbungsgespräch im Mode-Einzelhandel sollte deutlich werden, dass man sich integrieren kann. Solche Bewerber ziehen wir vor. Personen, die lieber allein für sich arbeiten, haben es da schwer. Einzelarbeit ist die Seltenheit. Ob nun zu zweit oder in kleinen bis großen Gruppen. Man muss als Team funktionieren, damit das Unternehmen als Ganzes erfolgreich ist. Vielen Dank, Frau Özdemir, für diese interessanten Einblicke in Ihre Branche. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, gut zu wissen. Ende von Teil 3. Hören Teil 4. Situation. Sie hören eine Besprechung zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung. Aufgabe. Welcher der Sätze A bis F passt am besten zu den Meinungen 21 bis 23? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 21 bis 23 auf dem Antwortbogen. Zwei der Sätze A bis F passen nicht. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 30 Sekunden Zeit. Danach hören Sie die Meinungen. Sie hören sie nur einmal.
Beispiel. In unserer Firma ist die Probezeit ein Dauerthema. Ich habe festgestellt, dass es in den einzelnen Abteilungen teilweise sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Die Dauer der Probezeit von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann in unserem Unternehmen 6 Wochen oder aber ganze 6 Monate dauern. Das kann doch nicht sein, dass sich die neue Projektmitarbeiterin aus dem Vertrieb kürzer unter Beweis stellen muss als der neue Sachbearbeiter aus der Produktion. Ich schlage vor, dass wir zukünftig nicht nur Empfehlungen zur Probezeit an die einzelnen Abteilungen aussprechen, sondern konkrete Vorschriften ausarbeiten, die für alle gelten. Es sollte keine Rolle spielen, auf welcher Position man bei uns anfängt. Die Probezeit sollte ausschließlich davon abhängen, ob der Arbeitsvertrag befristet oder unbefristet ist. Nummer 21. Im IT-Bereich unseres Unternehmens zeichnet sich eine Tendenz in den letzten 5 Jahren deutlich ab. Befristete Arbeitsverträge werden zur Regel. Das Team der IT hat momentan nur 2 unbefristete Mitarbeiter. 10 Kolleginnen und Kollegen hingegen haben Projektverträge von 2 bis maximal 3 Jahren. Ein großer Nachteil ist sicherlich, dass das Wissen im IT-Bereich gut archiviert werden muss. Wenn Personal kommt und geht, sollte die Einarbeitung und die Weitergabe von Wissen gut organisiert sein. Das Einstellen von Personal für ein zeitlich begrenztes Projekt hat aber auch Vorteile, die nicht immer direkt gesehen werden. Vor allem Berufseinsteiger in der IT-Branche genießen die Flexibilität, die befristete Arbeitsverträge bieten können. Nummer 22. Also, als ich vor 5 Monaten in der Personalabteilung unserer Firma angefangen habe, hat mir unsere Teamleiterin einen Einarbeitungsplan gegeben. Das fand ich damals super, denn dieser Plan hat mir geholfen, mich schnell und effektiv im Team einzuarbeiten. Ich bin Projektmitarbeiter. Mein Arbeitsvertrag hat eine Laufzeit von 2 Jahren. Da war es besonders wichtig, dass ich schnell mit allen Themen der Abteilung vertraut bin. Ich würde mir aber wünschen, dass der Plan zur Einarbeitung über die eigene Abteilung, in der man angestellt ist, hinausgeht. Ich denke, dass es nur von Vorteil ist, wenn man als Teil der Firma die ganze Unternehmensstruktur kennt. Nummer 23. Momentan beschäftigen wir 5 Praktikantinnen und Praktikanten in unserer Firma. Ein Praktikum sollte dazu dienen, die theoretischen Grundlagen in die Praxis umzusetzen. Wenn allerdings ein Praktikum dazu genutzt wird, um Bürotätigkeiten günstig erledigen zu lassen, schadet das dem Ansehen unserer Firma. Ein gutes Beispiel, wie Praktikantinnen und Praktikanten erfolgreich ins Team integriert werden können, ist unsere Marketingabteilung. Dieses Team benennt nicht nur eine Ansprechperson für den gesamten Praktikumsverlauf, sondern hat zudem einen Ausbildungsplan mit festgelegten Feedbackphasen entworfen. Rückmeldung zu den Praxiserfahrungen ist besonders wichtig, um den Erfolg des Praktikums zu bewerten. Das spricht sich rum. Die Abteilung kann sich vor Bewerbungen kaum retten. Ich denke, dieses Vorgehen lässt sich auch auf andere Abteilungen übertragen. Ende von Teil 4. Ende des Subtests hören.